Technik ist vorbereitet. Herr Sötsch ist da angekommen, wo er, glaube ich, am liebsten ist, an seiner Sauerorgel. Sehr geehrter Herr Dr. Sötsch, sehr geehrter Herr Lohle, lieber Otto, sehr geehrter Herr Albers von der Kulturbüro GmbH, lieber Thomas, sehr verehrten Gäste hier heute in der Evangelischen Stadtkirche, auch die Vertreterinnen und Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde, Frau Obrecht und Herr Ludewig, auch Sie möchte ich recht herzlich hier begrüßen. Allen ein herzliches Willkommen hier in der Evangelischen Stadtkirche. Heute erwartet uns nicht nur ein fabelhaftes Konzert im Rahmen des diesjährigen Stadtfestivals, sondern auch die Kulturpreisverleihung der Stadt Gronau an Herrn Dr. Tamás Sötsch. Im Namen unserer Stadt heiße ich daher Sie recht herzlich, einmal die geladenen Gäste, unter Ihnen natürlich auch die Ratsfrauen und Herren unserer Stadt Gronau, sowie Sie als Besucherinnen und Besucher hier recht herzlich willkommen. Gleichzeitig begrüße ich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Konzert von zu Hause online verfolgen können. Ein Format, was ich persönlich sagen darf, auch von Herrn Sötsch mit nach vorne gebracht worden ist. Ich denke da auch gerne an den musikalischen Adventskalender. Meine Damen und Herren, 18 Mal wurde der Kulturpreis unserer Stadt bisher verliehen und damit ein großes Stück Gronauer Kulturgeschichte dokumentiert. So bunt, abwechslungsreich und breit, gefächert wie das kulturelle Angebot in Gronau, so facettenreich und unterschiedlich waren auch die Persönlichkeiten, die Preisträgerinnen und Preisträger in den vergangenen Jahren. Diese wurden mit ihrem beispielhaften Engagement, mit großer Kreativität, mit viel Einsatz und Liebe zur Kultur für unsere Stadt aktiv und haben das zum Teil jahrzehntelang gemacht. Wir erinnern uns gerne, 1986 erhielt Franz Lill den ersten Kulturpreis der Stadt Gronau. 1989 wurde Udo Lindenberg ausgezeichnet und wie ich finde, eine gute Wahl. Andere haben es uns ja auch nachgemacht. Ottfried Laux, Alfred Draxtra und der Gronauer Männerchor waren unter anderem weitere Preisträger. Den Kulturpreis 2011 erhielten die Mexe. Ein Max, und zwar Otto Lohle alias Tönne Speckmann, wird heute die ehrenvolle Aufgabe der Laudatio übernehmen. Dafür schon jetzt ganz herzlichen Dank, lieber Otto. In dieser Riege der großartigen Kunst- und Kulturschaffenden in Gronau reihen sich nun auch Sie ein, sehr geehrter Herr Sötsch. Wo ist er? Da oben. Jetzt ist er ganz in der Ecke versteckt. Und das darf ich glauben, zu Recht. Und ich denke, das ist schon mal ein erster Applaus für Sie wert, Herr Sötsch. Sie können mit Stolz auf die vergangenen Jahre Ihres Wirkens zurückblicken. Als Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Gronau sowie auf Kreisebene als Lehrer und Dozent, als Brückenbauer, als Kultur- und Musikmanager, als Entwickler und Initiator neuer Veranstaltungsformate und vor allem als Gesicht und Erfolgsgarant Ihres und ich sag mal auch unseres Orgelprojekts. Denn Ihrem großartigen Einsatz ist es maßgeblich zu verdanken, dass mit der Wilhelm-Sauer-Orgel ein einzigartiges Kulturdenkmal mit großer Strahlkraft nach Gronau gekommen ist. Hier hat die Sauer-Orgel eine neue musikalische Heimat gefunden. Zahlreiche Vereine, Institutionen und Einzelpersonen kamen im Laufe der Jahre mit ihren vielfältigen Aktionen und Projekten in Berührung. Immer wieder liefen bei ihnen die Fäden zusammen. Sie begeistern, überzeugen, schaffen Vertrauen und was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, sie reißen uns mit. Sie gehen mutig neue Herausforderungen an und entwickeln zielstrebig innovative Lösungen. Und auf die einzelnen Stationen und Projekte, da wird sicherlich Otto gleich noch näher eingehen. In der Antragsbegründung zur Kulturpreisverleihung wird Ihr Einsatz auf den Punkt gebracht. Zitat: Mit seinem ganzen Wirken trägt Tamás Sötsch seit über einem Jahrzehnt einen entscheidenden Akkord zu dem Klangbild Gronau als Musikstadt bei. Zitat Ende. Diese Einschätzung kann ich nur unterstreichen und ein großes Ausrufezeichen hintersetzen.
Und dieser Einschätzung hat sich auch der Rat der Stadt Gronau auf Empfehlung des Aufsichtsrates der Kulturbüro Gronau GmbH einstimmig angeschlossen und den Beschluss gefasst, den Kulturpreis der Stadt Gronau an Herrn Dr. Thomas Schötz zu verleihen. Lieber Herr Schötz, es ist mir eine Ehre und Freude, Sie heute, gleich im weiteren Verlauf des Abends, mit dem Kulturpreis der Stadt Gronau auszeichnen zu dürfen. Im Namen der Stadt Gronau danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr herausragendes Engagement im kulturellen Bereich. Bevor wir aber dann zur Laudatio kommen und zur eigentlichen Preisverleihung, dürfen wir uns jetzt auf wundervolle Klänge der Wilhelm-Sauer-Orgel freuen. Meine Damen und Herren, genießen Sie nun das Stadtfestivalkonzert unter dem Motto Hollywood trifft Sauerorgel mit Dr. Thomas Schötz an der Wilhelm-Sauer-Orgel und Iris Gruber am Saxophon. Ich wünsche uns allen einen ganz tollen Genuss und ich würde sagen, viel Freude. Herzlichen Dank. Dank. Vielen Dank, Herr Dodkotte, für die Einleitung und für die wertschätzenden Worte. Dazu sicherlich später mehr. Ich kann es wirklich kaum erwarten, in die Tasten zu greifen. Da fühle ich mich sicherer. Beginnen wir mit dem ältesten Film des heutigen Abends, dessen Musik ich ausgewählt habe. Sie haben sicherlich schon damals viele Taschentücher gebraucht, als Clark Gable die Vivien Leigh umarmt hat. Der längste und teuerste Film seiner Zeit, 1939, vom Winde verweht. Ein Riesenepos, 8 Oscars und heute wahrscheinlich erstmalig an dieser Wilhelm-Sauer-Orgel. Thank you.
Vielen Dank. Ich habe ein bisschen lauter angefangen, damit man noch Platz hat, sich zu steigern im Laufe des Abends. Wir bleiben zeitlich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ein Liebesfilm mit starker politischer Komponente. Der beste Liebesfilm aller Zeiten wurde in Amerika so tituliert, mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Wer tippt auf den nächsten Titel? 1942, Casablanca. Max Steiner, der Komponist selbst, mochte das Lied erstmal gar nicht. Und als er merkte, was für eine Popularität sein Stück bekommt, hat er es selbst lieb gewonnen. Und wir lieben es seit 80 Jahren.
thematisch nicht so weit von Casablanca spielt sich Steven Spielbergs Schindlers Liste. 7 Oscarpreise. So wie Schindler sich entwickelt von einem Kollaborateur zu einem Helden und Lebensretter, so wandelt sich auch die Musik im Laufe dieses besonderen Filmes. Die Originaleinspielung im Schindlers Liste hat der Geiger Itzhak Perlman gespielt. Ich kann wahrscheinlich nicht mithalten, aber die wunderbaren Klänge kann diese Orgel auch bringen.1986 entsteht der Film The Mission. Basierend auf wahren Begebenheiten des 18. Jahrhunderts als Vertreter des Jesuitenordens in Südamerika unterwegs sind, um die dortigen Ureinwohner zu missionieren, zum christlichen Glauben, bestenfalls mit Wort und zu überzeugen. Die Mitglieder des Guarani-Stammes lassen einen Missionar auf ein Kreuz binden und in die Iguazu-Fälle werfen.
Und da meldet sich ein anderer Priester, der das nochmals versuchen will, bei diesem Stamm anzukommen. Jeremy Irons spielt den Gabriel und er wird mit der Kraft der Musik, mit einem Instrument sich ins Herz dieser Stammesführer sich schleichen und die wunderbare Musik Gabriels Oboe ist ein Hit aus diesem Film. Dieses Oboenspiel erreicht den Stamm, er wird aufgenommen und wird dort Missionar und diese Ureinwohner dann zum christlichen Glauben überzeugen. Hören Sie Gabriels Oboe heute mit Sopransaxophon Iris Gruber.
Ich hatte am Anfang vergessen anzusagen, dass dieses Konzert zum Mitsummen gedacht ist. Jetzt könnten Sie sagen, jetzt müssen wir alles von vorne. Aber Sie dürfen auch ab jetzt natürlich auch zu Hause und weltweit und hier in der Kirche mitsummen. Aus Südamerika fahren wir nach Schweden. Ein Erfolgsfilm. Wäre ich jetzt unten bei Ihnen, würde ich fragen, wer hat den Film Wie im Himmel mehr als 5-mal oder mehr als 10-mal gesehen? Auch hier in der Kirche haben wir ihn mehrfach gezeigt und darüber aufgeregt diskutiert. Das ist ein Film voller biblischer und religiöser Themen und Motiven. 2004 war auch für einen Oscar nominiert als bester ausländischer Film, hatte aber einen sehr guten Gegenkonkurrenten. Es geht über die Macht der Musik, die Menschenleben verändern kann und auch hier natürlich zum Guten. Wie im Himmel, Gabrielas Lied, wird auch eine Übersetzung eingeblendet. Eine Frau entdeckt sich selbst, wird selbstbewusst, begehrt gegen die Ungerechtigkeit auf und sie traut sich nun mit dieser Kraft, die sie in einem Chor, mit ihrem Gesang, mit der Entdeckung ihrer eigenen Stimme bekommt, ihr Leben neu in die Hand zu nehmen. Gabrielas Song aus Wie im Himmel. Zum Mitsummen.
Was wäre die Filmindustrie ohne die Intrigen? Gefährliche Liebschaften 1988 mit Jürgen Klose, John Malkovich und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen, wird 7-mal zu Oscar nominiert und 3 Preise auch tatsächlich bekommen. Vorlage für den Film sind verhängnisvolle Affären und Intrigen des französischen Adels im 18. Jahrhundert. Über deren Lebenswandel lässt sich sicherlich streiten, sind vielleicht nicht immer ein Vorbild gewesen. Doch die Musik, die sie zu ihrer Zeit genießen durften, war die feinste und frischeste Musik der Barockzeit. Bis heute unsterblich. Entsprechend wählten die Filmemacher Kompositionen von Willibald Gluck, Händel und Bach für den Film aus. Heute hören Sie als Filmmusik der gefährlichen Liebschaften aus Händels Oper Xerxes eine Arie als wunderbare Kulisse für diesen Film. Thank you.
Wissen Sie, wie oft Tom Cruise schon die Welt gerettet hat? Wenn ich ihn kennen würde, würde ich ihn jetzt nochmal losschicken. 6 Folgen von Mission Impossible wurden schon gedreht mit Tom Cruise als international tätiger Agent, immer unterwegs, um von globalen Bedrohungen die Welt zu retten. Für ein paar Folgen mehr hätte er sicherlich zu tun. Auch die Musik ist außergewöhnlich und auch eine Mission Impossible, auch für den Spieler, wie die Taten des Agenten auch, fällt völlig aus dem bisher gehörten bequemen Dreier- oder Vierer-Rhythmus, ist nämlich in Fünfvierteltakt. Wer sich traut, darf auch hier mitsummen. Er verschwendet auch nicht viel mehr Zeit für seine großen Taten, um 2 U-Boote auf ein Hochhaus zu schleppen oder sonst was. Ist kurz und knackig und im Fünfer. Wir gehen rüber zu einem viel gefährlicheren Genre. Ein amerikanischer Thriller aus 1995 über einen Serienmörder, der von den 7 Todsünden besessen ist und diese mit seinen Opfern auf grausame Art inszeniert. 7 nennt sich der Film. Morgan Freeman ist ein Detektiv kurz vor dem Ruhestand und diesem Serientäter auf der Spur. In all dieser Schwere der Bilder erklingt unerwartet eine Melodie, die, ich nehme an, hat auch der Regisseur gebraucht und die Schauspieler und der Zuschauer wahrscheinlich auch. Ein Kontrast, die kaum krasser sein kann zur Handlung und zum Thema dieses Filmes. Von einer großen heilsamen Kraft und von großer Reinheit, die er in D-Dur von Johann Sebastian Bach.
Und wie in den meisten Filmen möchten wir auch heute mit einem Happy End den musikalischen Teil abschließen und dann für die schönen Ereignisse Platz zu lassen. Denn es wird alles gut. Es ist zwar Abend, aber es wird gefrühstückt bei Tiffany. Über das Partymädchen Holly, die gerne ein exzessives Leben führt, voller Partys in der Nacht und schlafen bis in den Nachmittag. Auch damit kann man berühmt werden. Der Titel Moon River, Oscar-prämierte Musikstück und gesungen in einer Szene von Audrey Hepburn, heute mit Iris Gruber am Saxophon. Ich danke dir herzlich, dass du mitmachst.